ist. Nicht? Und der andere hat noch immer hin. Das ist nicht ausgemacht, nein. Es gibt nur zwei Arten von Ringern für Heimatbesucher. Die Guten und die Bösen. Dass am Ende doch ein Guter wie Franz Schumann gewinnt, da mischen manchmal eifrige Zuschauer mit. Kann ich ein Böser sein? Glaubt mir das irgendjemand? Das kann nicht sein. Einen Abend ganz für Damen versprechen die Veranstalter. Beim Damentag am Wiener Heumarkt dürfen Männer nur dabei sein oder sich von anderen Männern schlagen lassen. Ventil für den täglichen Ehekrieg? Oder gar eine Art Fleischbeschau? Das dachten wir auch, bis wir beobachteten, wie viele Damen reiferen Alters das Spektakel in vollen Zügen genießen. Für Frau Abraham zum Beispiel geht es hier um einiges. Es ist ein Kampf mit ungleichen Mitteln. Der Mann mit der glänzenden Hose, der Publikumsliebling Ulf Herrmann, kämpft gegen Duke den Müllmann aus den USA. Und der ist mehr als böse. Aber nicht in den Ring gehen! Arschloch, unnötiges! Zwischen den Ringschlachten scheint das Leben von Frau Abraham eher ruhig zu verlaufen. Eine Oma eben mit 75. Ein Leben lang hat sie hart gearbeitet, in der Fabrik und als Hausgehilfin. Wer vom Catchen nichts versteht, sollte nicht darüber urteilen, meint sie. Dabei ist es auch für sie nicht immer so leicht, sich eine Fachzeitschrift über professionelles Wrestling zu besorgen. Haben Sie so die Westler, irgendwo Hefter, Catchen-Hefter von Westler? Catchen, Westler. Wer heute Abend kämpfen wird, weiß sie auch ohne Brille. Ja, der Schumann, der Finle, hat ganz gute Kämpfe, ja. Hat ganz super. Und da gibt es immer einen Guten und einen Bösen, oder? Ja, es gibt oft zwei Böse auch, was untereinander kämpfen, ja. Aber wenn halt der Gute mit einem Bösen kämpft, also da stehst du auf der Seite vom Guten. Ganz egal, wer es ist, nicht? Und ist es immer so, dass der Gute gewinnt? Nein, das kann nicht sein. Nicht immer. Es ist ganz selten, dass er gewinnt. Das hat mit dem nichts zu tun. Was ist ein Guter?
Wie? Was ist ein Guter? Ja, der, was fair kämpfen tut. Der, was nicht so hinhaut und so miese Stickel treibt. Zum Beispiel wiegen oder da so wiegen und am Schädel hauen und das und auf Dreht hauen und draufsteigen auf Ärm. Also, das ist ein mieser Hund. Nicht? Und der Gute, der liegt, der kann dann nicht weiter. Also wenn der dann einmal so wird, ist ja kein Wunder, nicht, dass er das am Hand zahlt. Das ist die Revanche dann. Nach ein paar Kampftagen sind sie jedem Heimarktbesucher ein Begriff. Die Guten, die Bösen und die ganz Bösen, die nicht einmal ihr Gesicht zeigen wollen. Irgendwann gewinnt der Gute dann. Wenn er einmal verspült oder was, wenn der andere mies war und der ihn auf die Rät hat und wiegen tut und in die Augen sticht, irgendwann gewinnt der andere dann trotzdem. Und da ärgert sich der Miese dann. Der kann recht gemein sein, der miese Hund. Was zum Beispiel der Ire Fit Finler hier macht, dürfte mit den alten Heimarktregeln wenig zu tun haben. Aber so genau kennen wir die Grenzen des Erlaubten noch nicht. Und die gefallen Ihnen als Männer, diese Ringer? Als Männer? Schauen Sie, soll ich das sagen? Ich bin alt. Also, ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Wie kann ich sagen, ich habe solche Engel oder so. Was gefallen? Ja, ich glaube, wenn ich später auf die Welt gekommen war, hätte man vielleicht so einen Ketscher geangelt. Das sage ich ganz ehrlich. Ja, bin zu früh auf die Welt gekommen. Wir wollten herausfinden, wie die Bösen und die Guten leben. Auf einem Campingplatz südlich von Wien wohnen sie während der sechswöchigen Turnierzeit dicht beieinander. Neben den Stars mit den Muskeln aus den USA, aus Deutschland, Irland und England wohnen auch die Schiedsrichter. Der eine aus Frankreich, der andere aus Schottland. Eine große Familie, könnte man meinen, die in wenigen Wochen nach dem Ende des Turniers gemeinsam in die nächste Stadt ziehen wird. Hier finden wir auch Omas Liebling, den Fashion Franz Schumann, Weltmeister im Mittelgewicht. Du musst eine Ausstrahlung haben für die Mädels, wie zum Beispiel ich habe. Und natürlich eine gewisse Technik, ohne Technik geht es nicht. Es gibt die dicken Ringer, die machen alles mit Kraft. Ich habe nicht so viel Kraft, dafür habe ich viel Technik, Schnelligkeit. Und wenn man das alles ein bisschen verbinden kann, die Ausstrahlung, ein bisschen Hirn und die Technik und ein bisschen Kraft, dann ist man ziemlich vorn dabei. Es gibt ja die Guten und die Bösen. Wieso sind Sie ein Guter geworden? Na, schauen Sie mir an. Kann ich ein Böser sein? Glaubt mir das irgendjemand? Das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Also Ihre Hauptfans sind Frauen? Möchte ich einmal sagen, zu 80%. Worauf kommt es da an, um Frauen zu imponieren? Was muss man da so machen? Weiß ich nicht, da müssen Sie einmal eine Frau fragen. Was imponiert dieser Frau an mir? Also fragen wir es einmal. Könnte eine kurze Antwort geben? Der schwitzende Körper, zum Beispiel. Ja. Ringkampf ist Erotik. Der erotischste Sport überhaupt. Dieses Angreifen, diese Griffe, die es ja gibt, man fasst zwischen die Beine. Man greift einem von hinten an die Brust und schwitzt dabei. Das ist ja was Erotisches. Na, was sind die Griffe, die besonders gut ankommen? Mein Spezialgriff, der Spaltgriff. Das ist ein ganz guter Griff. Also wenn die Mädels dann sehen, dann alles greift er dem. Warum kann ich das nicht sein, wenn man zwischen die Füße greift? Warum kann ich das nicht sein? Da sagen sie dann, vielleicht kann man Rendezvous machen mit Franzl anschließen. Was hier geschieht, könnte so etwas wie ein Aufwärmen für später sein. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht,
Weil der Gegner den Weltmeister langweilt, muss der Schiedsrichter herhalten. Noch sind Ringsprecher und Zuschauer entspannt. Die wirklichen Kämpfe kommen erst. Der Schiedsrichter weiß, dass er in Wien auf verlorenem Boden steht und macht aus seinem Abgang das Beste. Heute haben Sie eher Schwierigkeiten mit dem Referee gehabt als mit Gegner. Ich wünsche mir so, dass ich den jetzt hier im Ring, aber es hilft ja nichts. Ist von der Turnierleiter so angegeben worden, angesagt, dass der in meinem Kampf ist. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit denen. Aber so wie man sieht, habe ich auch das im Griff. Und ich wäre mit einem Franzosen, mit einem Referee auch fertig. Also bei mir hat er kein Laval und in Wien gar nicht. Das gibt's nicht. Also die Niederlage ist nicht so wichtig im Moment, oder? Niederlage weiß ich keine. Wenn Sie aufpasst, haben wir gewonnen. Dazu das. Man kann schwer aufpassen, wenn man sich nicht auskennt. Aber die Fans wissen es am besten, oder? Ja, also ich sage es Ihnen nur einmal zum Mitschreiben. Gewonnen hat der, der den anderen 30 Sekunden mit der Schulter auf die Matte bringt. Oder ein K.O. oder eine Aufgabe. Mittlerweile hat sich der Platz gefüllt. Ahnungslose Heumarkt-Neulinge wie wir treffen auf Experten. Prognosen werden ausgetauscht. Als ginge es um ein Ländermatch, bei dem der Ausgang völlig offen ist. Einer der besten Kenner der Szene ist von Berufswegen Herr Horvath, der Speckstangelverkäufer. Was ihm in den letzten 34 Jahren alles zu Ohren gekommen ist, hat ihn nie erschüttert. Das ist schon richtig so, das ist ein Schwein. Fischei auch, wenn ich verkaufe. Was scheinen Sie? Speckstangl, jetzt habe ich nur ein Wort, aber wenn ich mischt, hat der Schrei alles, was ich verkaufe. Es geht schon ein bisschen schlechter, weil ich schon Prothesen habe. Jetzt kommt es oft anders aus, wie ich wirklich schreien will. Ne? Was schreien die Stammgäste, wenn so ein Kampf ist? Was schreien sie denn da, sage ich, haben sie mich gehört? Sagen sie, ja, das habt ihr mich gehört, ist ja wurscht, was ich schreie. Ne? Aber es ist alles in Lust, alles in Hetz. Haben Sie schon, weil Sie jemanden gestört haben, ein paar Bierbecher am Kopf gekriegt oder so? Ja, ich habe schon, Ringer auf mich drauf gekriegt, jetzt haben mich schon niedergerannt. Und erst vor kurzem hat mich einer beleidigt, habe ihn beleidigt, jetzt haben wir wieder ein paar. So, danke schön. Früher im Ring, jetzt neben dem Ring, Big Otto, der Veranstalter Otto Wanz. Er weiß, dass die Leute ihn sehen wollen. Und er selbst könnte es ohne Heumarkt wohl auch nicht aushalten. Dabei droht der Veranstaltung wieder einmal das Aus. Platzmiete und Steuern sind zu hoch. Ich war 70 das erste Mal da, ich war 72 noch einmal da bei Blemenschitz noch. Ich habe dann 84 oder 85 selbst gekommen. Ich habe hier Schlachten geliefert mit Bull Bauer und allen möglichen anderen und Van Vader. Und das Publikum hat mit mir gelitten, hat mit mir gefreut. Und heute ist es so, dass ich sage, mein Gott, Otto, weißt du noch, wie schön oder wie du damals und wie du das und wie du das. Und das Ganze verbindet ein bisschen. Und für mich selbst ist das natürlich, ich erzähle jetzt ein kleines Schmankerl, was natürlich aufbaut, aber trotzdem immer wieder auch ein Hammer ist. Man sieht, es ist doch an der Zeit. Heute stehe ich zum Beispiel in der Arena irgendwo hier oder dort. Das kommt ein wunderhübsches Mädel auf mich zu. Ein wunderhübsches Mädel. Um die 20, 25, blinkert mit den Augen, schaut mich an. Und ich auch. Und endlich kommt sie auf mich zu. Und ich denke mir, mein Gott, was bin ich da für ein Hero? So junge Mädels kommen daher. Dann kommt sie auf mich zu und sagt, Otto, ich soll dir schöne Grüße von meiner Mama ausrichten. Ja, dann weiß ich wieder, jetzt bin ich der Veranstalter, nicht mehr der Ringer. Das gehört auch dazu. Um den Heumarkt zu retten, wird alles aufgeboten, was aufregen kann. 320 Kilo hat dieser Mann. Und seine eigentliche Spezialität ist das streng geregelte japanische Sumo-Ringen. Auf dem Heumarkt ist er nicht mehr als ein Lacherfolg. Im Vertrauen, eigentlich kämen sie ja wegen der anderen Zuschauer, sagen uns fast alle. Ja, die Leute, wenn sie ausrasten, wenn sie schimpfen, das gefällt mir halt. Schimpfen sie auch?
Ja, ich kann auch schimpfen. Aber für das bin ich am Heimmarkt, nicht? Das gehört einfach dazu. Vorige Woche ist ein junges Mädel hergekommen zu mir, die hat gesagt, ich muss für den Schumann schreien, ich darf nicht für den Finnli schreien. Können Sie sich das vorstellen? Arg. Ich habe für den Schumann zu schreien, weil er ist der Herrscher am Heimmarkt. Gell? Kann man auch Finnli kaufen, ne? Ja, ja. Ich meine, ich kann ja wirklich schreien um mein Geld für wen ich will. Oder nicht? Und mir gefällt halt der Finnli 100-mal besser. Der gefällt mir am besten von allen Ringern. Aber Geschmäcker sind eben verschieden. Und Frau Abraham wartet heute nur auf eines, dass ihr Franzl es dem unfairen Finnli zeigt. Finnli gegen Schumann, das verspricht Brutalität. Es ist ein sogenannter Kettenkampf. Jeder muss den anderen daran hindern, eine bestimmte Ringecke zu erreichen. Reine Show oder reiner Sport? Keines von beiden, wenn man lange genug zuschaut. Sicher, der eine oder andere Griff kommt nicht ganz überraschend. Aber wo so viel geballte Kraft unterwegs ist, kann auch ein gut gemeintes Reiberl schwerste Folgen haben. Sein eigenes Temperament zu zügeln, die Kraft aufzusparen und trotzdem wütend zu bleiben und all das zur Freude der Fans, das ist wohl das Schwerste am Catchen. Heute Abend ist es der Franzl, der sich mehr gezügelt hat und entsprechend schlecht geht es ihm jetzt. Eine Platzwunde wie diese war sicher nicht vorgesehen. Im Camp der Catcher sieht man keinen Grund zur Aufregung. Sicher, Tony St. Clair, auch er ein Publikumsliebling, muss wegen einer Fußverletzung jetzt lange pausieren. Aber alles in allem würden sich die Ringer an ihren Kodex halten, versichert der deutsche Co-Veranstalter Williams. Es gibt einen Kodex. Es gibt zuerst den Kodex, dass ich innerhalb des Wrestlings alles machen kann, um zu gewinnen. Und gewinnen heißt ja nicht nur, dass ich den Gegner besiege, sondern dass ich beim Publikum auch noch gut ankommen muss. Das heißt also, meinen Namen aufbauen muss, um eventuell einen Vertrag wiederzubekommen und damit natürlich auch viel Geld verdienen kann. Aber der Kodex besagt dann auch, dass ich niemals auf die Gesundheit des Gegners irgendwelche Attacken reiten darf, bis zu dem Punkt, dass ich ihm wissentlich die Knochen breche und ihn damit kampfunfähig mache für eine größere Zukunft. Das soll nicht sein, das darf nicht sein. Wenn es dann passiert, dann hat es schon Auseinandersetzungen gegeben in der Garderobe oder aber so ein Wrestler ist in ein anderes Land gekommen und wurde dort in der Garderobe nicht mehr aufgenommen. Ganz im Gegenteil, man hat ihn dann irgendwo hinter der Arena nochmal Maß genommen und dann hat er von alleine aufgehört. Das ist schon richtig so. Dort, wo wir es am wenigsten vermutet hätten, treffen wir eine ganze Fanfamilie. Die Besitzerin dieses Esoterikladens betreibt tagsüber Lebensberatung.
hört sich Sorgen und Probleme an, empfiehlt gute Bücher und verkauft heilende Steine. Sie müssen eigentlich wissen am besten, was Sie sich eigentlich vorgestellt haben für Selbsthilfe. Selbsthilfe ist in der Lektüre schon zu suchen. Am Abend geht sie zum Catchen und nimmt dabei noch die Kinder mit. Ja, das ist der Heumark. Den schauen wir furchtbar gern Catchen an. Aus zwei Gründen. Erstens einmal habe ich Seminare mitgemacht, so Schreiseminare. Und da braucht man immer die Hemmschwelle zum Überbrücken. Dann ist es doch nicht so gesteuert, weil es ist eigentlich künstlich erzeugt. Ne? Und am Heumarkt unten ist es so, dass man einfach wirklich seine Hemmschwelle dann gar nicht mehr beachtet und einfach entweder mitbrüllt oder einfach nur in Ruhe dort sitzt. Es kommt auf meine Tagesverfassung an. Und schauen wir eigentlich die Menschen auch ganz gern an, wie sie mit ihren Aggressionen umgehen, wie sie einfach da alles rausschreien, was eigentlich die ganze Woche oder das ganze Jahr belastet. Ich weiß noch, an Anfangszeiten unten bin ich gesessen, ganz still, wie ein Wasel, haben wir das angeschaut. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja, und dann noch 2, 3, 4 Wochen, auf einmal habe ich auch zum Schreien angefangen und mir war das gar nicht mehr bewusst. Und dann war ich aber nur so ehrlich, habe mir gedacht, Tosche, du hast doch Aggressionen in dir, das ist ja Wahnsinn. Und ich kann jetzt zum Beispiel mit deinem Geschäft herstellen, anfangen zum Brüllen, die Kundschaften oder die Kinder glauben. Ja, es ist ja so. Aber jeder Mensch hat das Bedürfnis, dass er einmal wirklich, und an jeden wird langsam überhaupt in der heutigen Zeit, das Leben wirklich manchmal so zu lassen. Ja, mein Gott, na, dann gebe ich mir die 2,5 Stunden, kann einmal losschreien und sage einmal mein wahres Ich, weil der andere kennt mich nicht und wen, ist mir im Prinzip auch egal, weil ich bin nur Mensch. Nur ein Mensch sein und zuschauen, wo Verletzungen wenigstens nicht böse gemeint sind. Und natürlich in erster Linie die anderen Schreihälse beobachten. Attraktion des heutigen Abends, ein sogenannter Käfigkampf. Ohne Zeitlimit, ohne Entkommen, so richtig für den Geschmack der Heumarkt-Fans. Für Franz Schumann die Gelegenheit, sich zu revanchieren. Denn der Gegner heißt wieder Fit Findley. Und die Platzwunde vom letzten Mal ist wahrscheinlich nicht vergessen. Niemals auf der Finde. Der ist viel Spießer, der Tanz ist genauso gut. Boah, du bist doch ein Spießer. Es sieht aber wieder nicht gut aus für den Weltmeister. Ob die Schumann-Fans noch eine Demütigung ertragen? Aber die Revanche für gestern zeichnet sich schon langsam ab. Finley, der Trickreiche, sollte sich einmal selbst hineinlegen. Aber auch wenn er sich noch einmal auffangen konnte, Finley muss jetzt aufpassen. Ob der Franz der Versuchung widerstehen kann, ihm mehr weh zu tun als nötig? Gewalt so überzeugend inszenieren, dass man sie beim Zuschauen fast spüren kann, das ist die hohe Schule des Catchens. Ja!
Bravo! Endlich einmal! Ja, total. Ich bin mir richtig hier, locker, und jetzt kann ich in Ruhe schlafen gehen. Es ist der letzte Tag des Turniers gewesen und wer am meisten Kämpfe gewonnen hat, wird vom Veranstalter und Sponsoren geehrt. Wenn die Welt noch in Ordnung wäre wie vor 20, 30 Jahren, müsste heute der Wiener Zuschauerliebling siegen. Aber auch beim Catchen haben sich die Zeiten geändert. Es ist aus den USA, Cannonball Chris Lee. Aus den USA kommt ein brutalerer Stil. Kein Wunder also, wenn ein Böser triumphiert. Aber der zweite Platz für Schumann ist auch nicht schlecht. Schließlich könnte seine große Zeit noch kommen. Was Veranstalter und Platzordner noch mehr kümmert, ob auch jeder einzelne Zuschauer nächstes Jahr wieder dabei ist, falls es ein nächstes Jahr gibt. Bitte schauen, die Damen. Bitte schauen, bitte schauen. Fit Finlay und seine Familie haben schon fürs nächste Turnier gepackt. In Hannover. Und der nächste Bad Guy ist schon im Kommen. Das war's, Hallmark 97. Der Franzi muss sich jetzt anderswo beweisen, ohne Heimvorteil. Bis nächstes Jahr. Ja, sicher, sind wir. Halt's die Ohren steif da in Wien. Na, du auch, ja. Ganz tschüss. Vor allem, ja. Tschüss. Und nächstes Jahr wieder ein Gürtel, ja? Das ist verständlich. Und Gut und Böse müssen sich in Wien bis zum nächsten Jahr andere Symbole suchen. Am Arbeitsplatz, am Stammtisch oder in der Politik. Wir haben uns gut.